Liebe Freunde von Inside World Spirits, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe durch die Welt der Spiritosen. Mein Name ist Wolfram Ortner, ich begrüße Sie sehr herzlich und gleichzeitig auch Gerhard Maas aus Tirol. Es ist kurios, wie kann man in Tirol die größte Marillenplantage Österreichs bewirtschaften? Ja, sicher ist das ein bisschen schwierig, aber wir lieben Herausforderungen, wir lieben was anderes, was andere machen. Und darum nicht Apfel und nicht Birne, sondern Marille in Tirol. Okay, aber nur Maßband, Maßbrand, Maßbandarbeit. Das Ganze hat sich entwickelt vom Durabauer, oder? Wie ist ja. da die Geschichte eigentlich von einem ganzen Betrieb? Die Geschichte ist eigentlich das, wir liegen ja direkt an der Via Claudia, ist der Römerweg, wo da durchgeht. Und bei uns im Besitz ist der bekannte Römerturm. Das war eigentlich ein Wachturm, steht jetzt schon seit mindestens 2000 Jahren. Und da um den Turm herum ist eigentlich unsere Hofstelle. Und wir betreiben das jetzt in der vierten Generation mit Obstbau und mit Brennerei. Aber du machst ja außer Obstbau und Brennerei auch noch einige Sachen oder Hobbys? Ja, nein, sicher machen wir mehrere Sachen, aber das ist... Ja, wenn man es mit Leidenschaft macht, wenn man es gerne macht, ist eigentlich alles nicht viel Arbeit. Ja, aber du bist ja Jäger auch, oder? Ja, aber das ist privat, das ist... Also, dann lassen wir das Thema. Das ist eigentlich... Lassen wir das Thema, reden wir über die Arbeit weiter. Mhm. Was produzierst du eigentlich alles? Wir machen, also im Obstbau haben wir natürlich hauptsächlich Marille jetzt im Anbau. Das ist derzeit circa ein Baumbestand von 12.000 Bäumen, was wir stehen haben. Dann haben wir noch Apfel, Birne, ein bisschen was, Zwetschgen, Kirschen. Spänling ist ganz bekannt für unsere Gegend, das ist eine Wildpflaume. Ja. Und ja, eigentlich alles, was wir so ein bisschen für die Brennerei benötigen. Geht eigentlich alles, was mit Obst zu tun hat, beziehungsweise alles, was mit Marille speziell zu tun hat, alles bei dir in die Gärtanks oder wird das auch als Frischobst verkauft? Es geht ein großer Teil, der größte Teil geht dann auch schon in die Gärtanks und der Rest geht dann in den Frischmarkt oder in die Marmelade. Marmelade, das muss ja ganz ausgezeichnet sein. Ja, ist sehr ausgezeichnet, da haben wir... Also wir dürfen sie nicht einmal als Marmelade betiteln, das ist ein Fruchtaufstrich, ja. Weil wir eben 70% Frucht drinnen haben. Kommt da ein bisschen Marillenschnaps auch hinein? Nein. Schade. Ja. Schade. Die Brennerei, du hast die praktisch von Durabauer jetzt zum Maßbrand weiterentwickelt, hast vor das Haus eine nagelneue Designerbrennerei hingestellt. Was hast du denn da alles angestellt? Ja, was soll ich sagen, wir sind natürlich da inmitten von einem Tourismusland und wir brennen jetzt schon in der vierten Generation und es hat sich in den letzten 20 Jahren halt immer mehr entwickelt und überall um uns herum, wie Ischgl, so Faust, Sölden, die ganzen Skigebiete und die Gäste sind gekommen und wollten Brände und die Brände hat man gekannt, aber sie wollten halt auch das passende Gebäude dazu sehen. Und darum haben wir uns wirklich weiterentwickelt, haben wir wirklich ein lässiges Gebäude gebaut, was mittlerweile eh schon wieder zu klein ist und wie es ausschaut, müssen wir schon wieder was Neues dazu bauen. Bringen wir wieder zu Marillen. Dass die Marillen in der Wachau zu Hause ist, das wissen wir alle. Nur wie kommt man einmal auf die Idee, in den Mittenberg Österreichs größte Marillenplantage zu bauen? Ja, wir haben eigentlich immer schon Obstbau gehabt und wir haben vor einer 20 Jahren ein Riesenproblem gehabt mit dem Feuerbrand. Haben da zweimal alles gerodet, also haben wir ca. 6 Hektar gerodet, zweimal hintereinander, weil das Feuerbrand alles zerstört hat. Und die Marille hat mich immer schon fasziniert gehabt. Ich habe da schon immer Versuche gemacht mit der Marille, was für Unterlagen, was für Bäume, woher die Bäume. Und ja, eines Tages waren wir da oben gestanden mit dem Apfel, weil der Apfel selber jetzt ohne das Obst war zum Verkaufen oder wenn du mal viel Apfel hast, wer nimmt das alles ab? Und darum haben wir dann angefangen mit der Marille. Und mittlerweile sind wir auf 6 Hektar Marille. Ist natürlich sehr schwierig bei uns, gerade was die Frühjahrsfrüchte anbelangt. Aber sonst natürlich ist es ein Hammerstandort, weil die Marille, die liebt wenig Wasser. Und wir haben halt Jahresniederschläge von 500 bis 600 Milliliter pro Jahr. Und das liebt sie, diese Standorte. Und wie hoch liegt das Boot? 866. Und mit dem Frost
Mit der ganzen Berieselung, wegen der Blüte, macht das bei euch das Wetter oder müsst ihr selber berieseln? Da müssen wir selber berieseln, ja. Da haben wir überall also eine Überkronenberegnung drin, eine Frostberegnung. Ja, ja. Und so Temperaturen bis minus 4, 5 Grad ist eigentlich nicht das Problem. Das Schlimmere, was wir die letzten paar Jahre gehabt haben, waren die Wintereinbrüche. Da natürlich ist man nicht gewappnet, da kann man nichts machen. Was war da das, wie entsteht da dieses Klima? Damit du so gut wächst. Ja, wir sind da eigentlich so eine Art Talkessel und wir haben da ein Kleinklima drin. Und das kennt man aber schon seit mindestens 300 Jahren. Putz ist ganz bekannt vom Obstbau her. Da war sogar einmal eine riesen Baumschule, wo die Bäume gezüchtet worden sind. Also das war so 18. bis 19. Jahrhundert, wo die Bäume in ganz Österreich hingeliefert worden sind. Patrick, servus. Servus. Wenn ich in dem Buch Botanical Compendium nachlese, was erfahre ich dann über den Ingwer? Ja, mal zum einen, dass er im Gin als Botanical vorkommt, dass es Gins gibt, die dominierend auch den Ingwer haben, vorherrschend. Und zum anderen, woher er kommt, aus dem asiatischen Raum. Das heißt, ist bei uns nicht heimisch, wird nicht angepflanzt, wäre nicht winterhart. Welche Heilwirkung hat eigentlich der Ingwer? Ja, das ist so ein Tausendsassa. Also er verdünnt das Blut, er ist entzündungshemmend und antibakteriell. Also ganz viele Komponenten. Ich glaube, auch wenn man Erkältungen hat, soll man, glaube ich, Ingwertee trinken. So in eine Richtung hin geht das, glaube ich, auch. Genau, eine Infusion, ganz fein aufschneiden in heißes Wasser, ist sehr gut. Wäre auch einmal zum Probieren, wenn man verkühlt ist. Nur wenn wir jetzt über die Spiritosen sprechen, wie verarbeitet man den Ingwer? Nur die Wurzel an und für sich oder mit dem ganzen Äußeren? Oder müssen wir das Äußere vom Kern trennen? Wie macht man das? Ja, also es handelt sich um ein Rhizom. Das ist nicht ganz das gleiche wie eine Wurzel. Das heißt, es bildet sich weiter und gibt dann wieder eine neue Pflanze. Und ich verwende das, was hier auf dem Teller ist, also quasi mit der Haut, weil da ganz viele wichtige Mineralien auch drin sind, Stoffe, die dann auch wieder rüberkommen, das heißt Duft, Aromastoffe. Da würde ich sie ganz verwenden, verkleinern. Frisch wäre ideal, immer etwas schwierig, das Ganze dann zu berechnen. Darum wird sie auch oft getrocknet verwendet. Sehr, sehr oft machen die Menschen das wirklich falsch, dass sie die Rinde mehr oder weniger vom Innern trennen. Und du sagst ja, dass der viele, sehr viele Mineralstoffe und Vitamine eben im Äußeren der Wurzel sind. Hast du eigentlich gewusst, dass der Ingwer, wenn du einen Ingwergeist machst, auch sehr viel Zitrustöne bringt, von Zitrus über Orange? Ja, wenn du den Ingwer riechst, dann riechst du primär Zitrusnoten. Jawohl. Sobald du ihn dann in den Mund hast, dann kommt die Schärfe dazu. Aber die Zitrusnoten, die sind dominierend. Auch die ganzen ätherischen Öle. Wenn du jetzt Ingwer für Spiritosen verwenden würdest, denk an unsere Kräuterampel, wofür würdest du Ingwer verwenden? Erwähnt habe ich Gin. Ganz sicher wäre auch zum Aromatisieren von Bitterstoffen, also nur für das Aroma. Das Bitter, ja. Auch wenn er das Bitter in sich hat, ich würde ihn nur zum Aromatisieren verwenden. Ich glaube sogar, dass man eben den Gin, Bitter, und ich glaube, ich würde ihn sogar für Elixier verwenden. Ist denkbar, ja. Wie würdest du ihn in Verbindung mit einer Spiritose verwenden? Ja, das ist nicht ganz einfach, weil er ist ja sehr, sehr stark. Er ist, das Zitrahafte ist sehr dominierend. Ich habe mir überlegt, wo wird er eingesetzt, in der asiatischen Küche vor allem, Curries. Ja. Und habe mir eine etwas vielleicht waghalsige Kombination von Curry und Marillenbrand vorgestellt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Danke wieder einmal für die Nachhilfestunde. Ich freue mich schon wieder auf deinen nächsten Auftritt. Danke, Hofer. Alex, das ist echt richtig schön, dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, bitte, war kein Thema. Weißt du, wir sind immer froh, wenn wir gescheite Fragen gestellt kriegen. Und heute haben wir ja den maroden Papst von Österreich da. Schieß los mit deinen Fragen. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass die Marille eigentlich relativ schwer zum Anbauen ist. Wieso macht man das eigentlich
hat dann mit der Frucht... Gott, so fühlt sich nicht voll, du verrückter Hund. Ja, sie hat eh recht, aber sie ist einfach schwierig, sie ist eine Herausforderung. Ich mache sie jetzt schon seit 20 Jahren und bei der Marilla gibt es gibt keine Beratung, es gibt eigentlich nirgends, der da weiterhilft. Und man bildet es eigentlich jedes Jahr hin, muss ich ehrlich sagen, dass man sie im Griff hat. Aber man hat sie eigentlich nie im Griff. Mhm. Ich bin auch drauf gekommen, warum. Die Marille, weiblich. Der Apfel ist kein Problem. Die Marille ist sehr schwierig. Ist das in anderen Sprachen auch so? Ja. Ich glaube, der Vergleich hinkt. Und was ich noch gern wissen darf, ich bin im Winter schon hin und wieder mal auf einer Skihütte unterwegs. Mhm. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer echten Marille und einer aromatisierten Marille? Man muss da schon ein bisschen aufpassen, ja, bei der echten Marille. Die echte Marille bringt wirklich die schönen Aromen mit sich in der Nase, wie ein Mandel, wie ein Marzipan. Gerade das Marillige, das Marmeladige von der Marille. Und bei der künstlichen Marille oder bei der Spiritose kann man sagen, du hast halt sehr viel Bonbonartiges drin. Gell? Mhm. Das ist so mehr so Zuckerl, das ist so sehr viel Süße. Das hat die Edelbrand-Marille nicht. Alex. Danke. Danke für deine Fragen. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein Wort voll, aber damit du weißt, wie das ist und was perfekte Marillen sind, werden wir jetzt gemeinsam drei perfekte Marillen verkosten. So, meine Damen und Herren, drei perfekte Marillen. Nur, wie schmeckt der perfekte Marillen? Was können wir uns erwarten, wenn er nicht aromatisiert ist, sondern dass er wirklich aus Brand gemacht wird? Erstens haben wir typische Marillentöne, die ins Pfirsich reingehen. Sehr viel Fruchtester, wo er immer zum Aufpassen ist, dass das Fruchtester nicht Essigester wird. Und dann teilweise Rosentöne, Rosenholztöne und ein ganz ein bisschen, bitte nur, wenn es leicht geht, Herr Maas, grüne Töne. Ich persönlich habe es ja nicht so gern, aber in schlechten Marillenjahren ist das halt leider auch mit drinnen. Und dasselbe gilt auch für den Duft, auch für den Geschmack. Also Duft und Geschmack im Grunde genommen bei der Marille sind identisch. Und im Geschmack hast du halt dann noch Bittermandeltöne drinnen, die teilweise ins Marzipan gehen. Unterschied zwischen Marzipan und Bittermandel ist eben, dass da Rosenöl dabei ist, deswegen diese Rosentöne. Ja, jetzt habe ich eigentlich nur geredet. Jetzt erklär du mir einmal, wie deine Marille riecht und schmeckt. Probieren wir es einmal. Müssen wir reinriechen. Schön, auf alle Fälle. Wenn wir reinriechen, haben wir selbst sofort schon die Rosentöne, Marillentöne, das leicht Estrige, Bittermandel. Am Gaumen spiegelt es sich wieder. Ah, haben wir das Marmeladige, die Pfirsichnoten. Ist sehr, schöne Dichte. Ist sehr aromatisch. Fruchtester. Wahrscheinlich alles da, was du für eine schöne Marille brauchst. Man schmeckt auch und riecht auch ein bisschen die Nähe zu Südtirol, ein bisschen Cantuccini. Das heißt, das ganze Mandelgebäck ist ein bisschen drinnen auch. Aber es ist eine wunderschön balancierte, druckvolle Marille. Nicht umsonst ist es so gut. Probieren wir die nächste. Die nächste Marille kommt aus der Steiermark, ein wahrer Könner, ein richtiger Kraftlackel. Kraftlackel deswegen, weil er nicht nur groß ist und stark ist, sondern weil er eigentlich zu den Initiatoren der Strong Spirits in Österreich zählt. Er macht Produkte, die bis 60% hinaufgehen. Entschuldigung, wenn ihr da voll in Nase vor, da sind wir. Alex, wie viel Prozent Alkohol? 52% Alkohol für Frauen, für starke Frauen und Männer. Sehr viel, ja. Auf alle Fälle, die Familie Dinauer hat einen Betrieb in Gamlitz, hat Obstbau dabei, hat auch Weinbau dabei und zählt zu einem der Top-Brenner überhaupt und vor allem bei uns in Österreich. Probieren wir noch mal. Probieren wir mal. Kommentierst du ihn ab? Nein, lass es dich kommentieren. So, da ist ein bisschen das Problem, wenn das Produkt ein bisschen höher im Alkohol ist, dass der Alkohol ein bisschen eben die ganze Aromatik, sprich den Duft, deckt. Deswegen muss man sehr wohl ganz genau riechen, was man riecht. Aber es ist wieder 1:1 im Grunde genommen die Aromatik, die deine Marille hat. Es sind die ganzen Pfirsichtöne, es sind die ganzen Marillentöne, die typischen. Es ist ein zartes Fruchtester, es sind ganz, ganz zarte grüne Töne nur, so wie ich es persönlich sehr, sehr gerne mag. Ein bisschen Marzipan. Bittermandel, aber das ganz zart im Hintergrund, aber dominiert in erster Linie das Fruchtester. Im Geschmack. Boy. Boy, da ist Kraft. Da kommt Freude auf. Ich kann gar nicht reden, so eine Geschmacksexplosion ist das.
am Gaumen. Also das ist ein druckvolles Produkt. Für 2% Alkohol, total harmonisch. Unendliche Länge. Schöne Dichte. Unendliche Länge, eine super Dichte, kompakt und ein absolutes Spiegelbild. Im Grunde genommen nur noch einmal aromatisch, aromatischer als der Duft. Franz Dino, gratuliere für die Arbeit. Ja, sehr schöne Marille. So, und dann gehen wir eigentlich in das klassische Mariendon, wir gehen in Eberhau. Der Bernhard Heller Schmidt hat dort auch einen Betrieb, produziert unterschiedlichste Produkte, die er teilweise auch handelt. Aber vor allem das Hauptprodukt der Firma oder der Brennerei ist eben die Marille. Er macht von Marillenlikören über Marillenspiritosen die unterschiedlichsten Qualitätsstufen. Und das, was wir jetzt gemeinsam verkosten, ist Marillenbrand. Ist ein bisschen von der Stilistik her, finde ich, ist die Bauer Marillen ein bisschen anders, oder? Mhm. Was hast du eigentlich bei dir für Sorte angepflanzt? Ich habe alles Französisch angepflanzt. Das sind alles französische Sorten, aber auf einer speziellen Unterlage. Und das Typische für die Französinnen, die geben eins parfümige Einfuhrnote her. Ja. Das Produkt hat für mich sehr viel würzige Noten. Mhm. Nicht die typischen fruchtestrigen Noten, sondern hat sehr viel Würzaromen. Nicht aber ist sehr typisch. Ja. Probieren wir es den Geschmack. Erinnert mich an die Weihnachtsgewürze fast ein bisschen. Der Geschmack ist ja auch angenehm, ist ein bisschen weicher als deine und den Franz Dino als deine, aber hat natürlich weniger Volumenprozent. Ja. Ist aber genauso ein schönes, balanciertes Passt Produkt, gut. Hat eine gute Länge. Alles rein. Mhm. Also meine Herrschaften, wir können den Produzenten von den Marüden wirklich nur gratulieren. Das haben sie sehr gut gemacht. Passt gut. Du wolltest noch eine Frage, habe ich noch. Oh, ja gern. Ist die hartnäckig. Du hast das vorher zweimal erwähnt. Was hat es eigentlich mit diesem Mandel-Marzipan-Geschmack auf sich? In der Fachsprache muss man da, sagen wir so, das ist, die chemische Bezeichnung ist Benzaldehyd. Das heißt, wenn im Grunde genommen zu viele Kerne verarbeitet werden oder nur, Entschuldigung, wenn zu viele Steine verarbeitet werden, dann, oder nur Steine mehr oder weniger, dann spricht man von einem typischen Benzaldehyd-Ton. Das heißt, man hat keine Möglichkeit mehr, irgendeine Frucht zu spüren oder zu riechen oder zu schmecken. Und das aber in kleinen Maßen ist aber normal, weil Steinobst eben den sogenannten Bittermandel- und Marzipanton trinkt. Das ist einfach ein fixer Bestandteil. Eine Steinobstfrucht besteht aus einem Stein, besteht aus der Frucht. Deswegen wird der Steinobst immer Fruchtaromen haben bzw. haben müssen. Nur der Stein ist oft relativ groß im Verhältnis zum Fruchtvolumen. Deswegen werden eben immer mehr Steinaromen da sein. Aber nur, das ist immer eine Symbiose, die immer zusammenspielen muss. Und bei Steinobst, ob das jetzt ein Zwetschgen ist oder ein Kirsch, ist sehr oft eben der sogenannte Bittermandelton drinnen. Das sind eben geröstete Mandeln, wenn man so will, beziehungsweise Marzipan. Und wie ich eh schon erwähnt habe, der Unterschied zwischen Mandel und Marzipan ist eben, dass bei Marzipan, bei der Mandelmasse eben Rosenöl dabei sind. Das ist eben der große Unterschied. Aber jetzt, bevor noch eine Frage stößt, überschreiten wir gleich bald unsere Sendezeit. Deswegen möchte ich mich bei euch beiden bedanken, dass ihr eben gekommen seid, mich begleitet habt, mit mir den Tag geführt habt. Und bei unseren Zuschauern möchte ich mich auch recht herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage schon jetzt auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge Inside World Spirits mit Wolfram Ortner.